So, Tag 6 sollte jetzt gleich kommen. Also, Welle 6, nicht Tag 6. Auch den Auftrag, dann welche gut zu bewältigen. Na, schauen wir mal, was kommt. Radio Tupol. Haben jetzt einige Patienten wieder? Unsere rasende Reporterin Sally Fick Blanket ist gerade mit ihrem Kamerateam von einer Reportage zurückgekehrt. Allerdings weiß ich nicht, worüber sie berichtet hat. Kein Mensch sagt mir hier auch nur irgendetwas. Ja, schön. Machen wir gleich beide. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Also, ist so unnötig. Zu teuer? Ah, zu teuer. Denk mir. Ich will Cash. Und ein Patienten noch. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Ja, der nächste bitte. Ohne Brauer. Ein Arzt zur Entleuchtungsklinik bitte. Erste technisch vielleicht noch einen einstellen. Ganz gut aus, aber wieder. Wenn Sie mal einen Frosch sehen, dann kommen Sie ins Pebbly Frog Sanctuary. Eine Handvoll verschiedener Froscharten sind nur eine Bootsfahrt oder eine Flugreise entfernt. Kommen Sie doch auf einen Hüpfer vorbei. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio Two Point. Two Point. Dicky Hut Party. Na, schon gut aus. 15 haben wir noch. Hälfte geschafft. Der Hausmeister wird für die Reparatur des Deluxe-Entleuchters benötigt. Tschüss, Gas. Ja, schön, 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 schön. Machen wir ja bis jetzt sehr, sehr, sehr gut. Umsatz passt. Da bleiben wir, da vier Patienten haben wir noch.
Neu aufgestellt. Ja, schauen wir mal. Ja, gerade haben viele Ärzte nichts zu tun, aber das liegt halt. Und weil wir wieder nur zwei Patienten haben. Beide, glaube ich, stationär, ja. Passt, eine kann nach Hause gehen. Hörer, einige Hinweise zu passender Wortwahl. Was? Zweiter kann nach Hause gehen. 12 Tage? Nächster Tag. Öffentliche Dienstleistung meinerseits, die ich mit keinerlei Mangel an Demut verrichte. Auch würde ich selbige gern auf den Bereich der korrekten Aussprache ausdehnen. Da fürchte ich, ihre unterentwickelten Stimmbänder machen diese Herausforderung zu einer Sisyphus-Arbeit. So. 60... Tage ungefähr noch, bis oder voll. Gut. Hat irgendjemand meinen Stift gesehen? Nein, sorry. Welle 7 beginnt jetzt. Kommt der Bus? Es ist nur nicht kostendeckend, noch immer nicht, weil dauernd Leute kommen. Ja, Topferer haben wir schon. Schaut sehr gut aus hier auf jeden Fall. Da kann ich ziemlich schnell behandeln auch. Sind jetzt halt voll im Ansatz gerade. Immer 20.000 mehr, ist noch wurscht. Aufpassen langsam. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Kein Todesfall, schaut gut aus. Kein Todesfall. Danke. Vielleicht technisch noch eine Arztpraxis. Krankenpflege zur allgemeinen Diagnose, bitte. Patienten werden gebeten, während des Besuchs des Gesundheitsinspektors weniger krank und mehr geheilt auszusehen. Okay. Medizinstudentin. Oh. Gibt's keinen, weil. Oh, da gibt's doch einen. Kommt schon.
Heute habe ich nur ein einziges Wort für Sie. Hosen. Man sollte sie immer tragen. Sie schützen vor Sonne und dem Knubbel. Schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Beherzigen Sie meine Worte, verehrte Hörerinnen und Hörer. Na, wir sind hier sehr gut. Also, es sieht jetzt nicht geil aus, was wir da so gebaut haben. Aber es ist effizient. Das reicht. Also mit der Politik. Dann schauen wir mal, ob es noch transparent ist. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Individuell gestaltete Kunstwerke sollten geschmackvoll und vorzeigbar sein. Ja, 9 noch. Hintereinander Gehalte bringen ja Bonus. 1,5. Warte, 10%. Okay. Instandhaltung der Arztpraxis erforderlich. Okay, also kein Klage, keine Freude. Gesundheitspreis 2 Points County, Aufsteiger der Stern, Arbeitgeber des Jahres. Ja, mehr haben wir auch schon nicht verdient. So, in 12 Tagen kommt der nächste Welle rein. Das ist die perfekte Welle in ein paar Tagen. Welle 8 beginnt. Ich habe kein Clown-Dings. Bring ich ja nichts mehr hin. Und leider nach hinten. Muss leider gehen. Tut mir leid, Herr Clown. Schmuddels. Ihr hört Harrison auf Radio 2Point. Ihr hört Radio 2Point mit eurem Lieblingsfanatiker Harrison Wolf. Bleibt dran für tolle Musik. Man weiß ja nie. Vielleicht finde ich ja welche. Mhm. Vielleicht findet er welche. Oder ist noch nicht durchgekommen? Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Ja, schaut aber gut aus. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Schade. Jetzt haben wir noch die Apotheken. Plötzlich. Einer tot.
3 fehlen noch. 31. Auf der anderen Seite. Sehr schön. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Dafür kann ich jetzt halt auch nichts. Schneller geht sie nicht. So. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ich habe auf irgendwas geklickt. Was? Achso, oder wenn man zu lange auf ein Gegenstand. Ja, das war's. Fähiger. Und gib den Mixer. Habt ihr jemals einfach nur ins Nichts gestarrt und über die Rätsel des Universums nachgedacht? Zum Beispiel, gibt es auf den Planeten da draußen irgendwo noch weiteres Leben? Und was ist ein anderes Wort für... 13 Patienten haben wir noch. Wir waren tot. Weitere existenzielle Fragen folgen in Kürze. Zeichnen. Schön. Lassen. Ja, da kommt eh wieder. Ja. 7 Patienten haben wir noch. Verlagtraktivität ist bis 60%. Booster hinhängen. Ah. Pflanzen. Ja, 67% geht jetzt nicht. Nehmen auch jetzt eben wieder keine Leute, zu viel Personal. Letzten zwei brauchen ein bisschen. Läuft das hier?
Dann ist das Krankenhaus der Gesundheitsinspektor. Und ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut und haut rein. Oder besser gesagt, im Villa 9. Ciao.